Hallo Slabs, willkommen zurück zu Stardew Valley. Hallo Fische. Och, meine Frau steht ja hier heute. Ich werde heute ein wenig Zeit mit dem Papagei verbringen. Es bricht mein Herz, dass er nie wieder fliegen wird. Das stimmt, das ist traurig. Hallo Skelette. Hallo Familienfische. Hallo Kaffee. Och, warum stehen denn meine Kinder hier so wach? Was beschützt ihr beiden? Was ist da unten? Das sieht ein bisschen gruselig aus. Erinnert mich so ein bisschen an den ersten Ghostbusters-Film. Hallo, hallo, ist da unten jetzt irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Nein. Ich bin die Schlüsselmeisterin. Ich bin der Torwächter. Mit Sigourney Weaver und, ich habe seinen Namen leider vergessen. Unslurp, hier ein Gemüse aus meinem Garten hinter dem Haus. Du hast vermutlich schon mehr, als du tatsächlich verwenden kannst, aber es kann ja nicht schaden. Caroline, eine Kartoffel. Kriege ich einen Bauern eine Kartoffel? Vielleicht, wenn man sich schon ein bisschen länger kennt. Wir gucken gerade nach den Tieren und dann würde ich sagen, gehen wir sofort in die Mine. Oh, wir haben drei große Strauße. Ich glaube, das ist der Plural. Strauß. Sträuße? Ne, ich glaube, es sind Blumensträuße und der Vogelstrauß sind Strauße. Würde ich behaupten. Ich. Nichtswissender. Biologe. Komm, jetzt machen wir wieder mal Käse. Und den Rest verkaufen wir. Wir haben jetzt, glaube ich, erstmal wieder genug Milch hier drin. Wie sieht es hier drin aus? Oh, müssen wir auch noch ernten. Komm, dann machen wir das auch noch gerade. Ein bisschen Feldarbeit tut jedem gut. Es pflückt die Beere sich. Gut. Tut. Die Beere pflückt sich ohne Schnut. Ein bisschen Feldarbeit, das tut mir gut. Pflückt die Beere sich ganz ohne Schnut. Oh Gott. Irgendwann bringe ich so eine riesen Spotify-Playlist raus mit all meinen Songs. Aufrufe 2. Meine Mama und ich. Meine Mama wird mich unterstützen. Oh, hier ist ja auch alles gepflückt. Dann machen wir hier auch gerade noch das Feld. Ey, die Junimussen, klasse. Schaut euch das mal an. Mega cool. Können wir gerade nochmal das Feld neu machen? Dann können wir hier gerade noch mehr. Das wird bestimmt auch noch gepflückt morgen. Ah, oh, diese Junimus. Herrlich. Noch mehr Knoblauch. Wir könnten auch gerade mal gucken, was wir sonst noch brauchen, aber das... Nee, ich will in die Mine. Diesen ganzen anderen Kram, was wir brauchen für die Achievement-Liste, das machen wir ein andermal, wenn wir nicht in die Mine müssen. Zack, super. Das sieht so ordentlich aus mit den Feldern. Unglaublich. Ich nehme die gerade mal mit, die Sachen, verkaufe sie. Zack, 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 zack. Grünkohl. Ich mache das aber doch mal in den Kühlschrank, vielleicht den Grünkohl. Die kann ich verkaufen und die 8 Grünkohl kommen in den Kühlschrank. Ich glaube, das ist ganz klug. Ah, ich könnte... Nee, ich will jetzt keine Lachsbeere an Elliot verschenken. Ich will halt einfach mal wissen, was passiert, wenn man das macht. Das hieß, man kann ihm einen kleinen Streich spielen. Und das wäre ja schon ganz unterhaltsam. Aber ich will ihn jetzt auch nicht ärgern. Wenn es ein Streich ist, ist das okay. Kannst nicht da rein, Strauß. Ich will ihn jetzt nicht ärgern damit. Den packen wir auch mal in den Kühlschrank. Das kommt weg. Oh, die Straußeneier mache ich zu. Mayonnaise. Weil es gibt richtig viel Mayonnaise. Die packen wir schnell in den Kühlschrank. Ich bin noch happy mit der Uhrzeit. Ich dachte, es wäre sogar schon später. Zack, zack. Die habe ich gesagt, die verkaufe ich. Du kommst hier rein. Ansonsten die Straußeneier. Okay, perfekt. Ich kann gerade mal einen Kaffee trinken auch. Taco. Dich verkaufe ich und dich auch. Okay. Dann schnell ein bisschen. Ah, wie cool die Bäume jetzt wachsen. Und hier ist Lauch für George. Und noch mehr Trüffel.
Den Trüffel verkaufe ich jetzt aber und den Lauch kann ich vielleicht George gerade bringen. Dann gehen wir nicht mit der Lore in die Mine, sondern wir laufen einmal drumherum. Ich mache erstmal die Straußeneier herein. Vielleicht sollte ich dann aber für die Straußeneier auch noch Mayonnaise in den großen Stall stellen. Das wäre vielleicht ganz smart. Glaube ich. Weg, 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 weg. Weg, weg. Feder für Leo. Ja, wir kommen jetzt nicht dahin. Weil wir sind in der Mine. Den ganzen Tag. Verkaufen, verkaufen. Und Kauhölzchen auch verkaufen. Okay, einmal Richtung Mine, einmal unser Pferd rufen. Komm, Fury. Super. Wir bringen George ein kleines Geschenk. Wir können auch Harvey gerade nochmal einen Kaffee schenken. Mit dem will ich auch noch ein bisschen mich befrienden. Klinik ist erst... Hä? Achso, ich hab das... Huch! Zwischensequenz. Ah, Slurp, ich wollte dir gerade einen Brief schreiben. Die Unterlagen sagen, dass es Zeit für deine jährliche Kontrolluntersuchung ist. Aber, keine Sorge, es ist kurz und schmerzlos. Bitte folge mir. Das sagen alle Ärzte. Ich muss zugeben, ich hab tatsächlich gar keine so schlechten Erfahrungen mit Ärzten gemacht. Okay, halt bitte still. Sag, okay, du kannst aufhören. Ich muss nur noch deine Werte überprüfen. Dein Puls ist hoch. Ich bin ein wenig nervös. Ich bin von der Hofarbeit etwas außer Atem. Bist du wirklich mein Arzt? Mein Puls ist in Ordnung. Ich bin von der Hofarbeit etwas außer Atem. Okay, das macht Sinn. Na dann, du scheinst sehr gesund zu sein, Slurp. Überarbeite dich nur nicht mit deinem Hof. Kawaii. Danke, dass du gekommen bist. Ich wollte eigentlich ein Geschenk machen. Deshalb bin ich eigentlich da. Zack. Das ist für mich, das mag ich am allerliebsten. Kannst du etwa Gedanken lesen? Nein. Und ich glaube auch nicht, dass ich das möchte. Ich glaube, ich bin relativ happy damit, nicht zu wissen, was Leute den ganzen Tag überdenken. Das habe ich am liebsten. Danke dir. Was mag denn die Evelyn, wenn ich gerade noch hier stehe? Perfekt, ein Diamant. Den habe ich dabei. Glaube ich. Nein, doch nicht. Was habe ich irgendwas dabei, was du magst? Tulpe, Rübe. Nein, okay. Leider nix. Die Diamanten habe ich wahrscheinlich aus Versehen in mein Lager geschmissen. Na gut, 11.40 Uhr. Das ist noch okay für die Höhle. Oh, das ist noch mehr Lauch. Können wir ein andermal pflücken. Hallo, Linus. Oh, das wäre so cool, wenn man über das Mikrofon mit den Leuten hier reden könnte und die dann irgendwie zurück sich drehen und auch winken. Bomben habe ich... Ne, ich kaufe noch ein paar schwarze Bomben beim Zwerg. Was mag denn der Zwerg? Habe ich da irgendwas dabei, was der Zwerg mag? Ich habe 0 Herzen mit Leo und mit Zwerg, 1 Herz mit Sandy. Aber wir haben echt noch ein bisschen was vor uns, ne, mit den ganzen Leuten. Craziness. Omnigiode. Habe ich eine dabei? Nein, leider nicht. Tut mir leid. Hey, willst du was kaufen? Ja, will ich. Super. Hat sehr viel Geld dafür ausgegeben, ohne es zu merken. 20. Okay, es geht tiefer, Leute. Wir sind immer noch in der Unterwasserwelt der Höhle. Und super, direkt die erste Leiter gefunden. Nautilusmuschel. Vielleicht hier mal was hinsetzen? Oh, nee, du solltest da oben mal hinsetzen. Hat gereicht. Und die Leiter. Perfekt.
Aua. Da ist die Leiter. Ich muss gar nicht so tief, aber das nehme ich mit. Komm her, radioaktives Material. Okay. Hau ab. Aua. Aua. Oh, bin fast tot. Oh, Baby. Oh Gott, sind die schmerzhaft. Oh. Oh Gott. Aua. Könnt ihr bitte mich in Ruhe lassen? Oder will ich hin, wo die ganzen Fässer stehen? Alter, sind die anstrengend. Da kommt jetzt noch eins. Okay. Das war ja easy, hä? Ganz entspannt. Dritte Ebene oder sowas. Direkt verprügelt worden. Das nehmen wir mit. Oh. Ja, ihr Schleime, hä? Könnt ihr mir nichts anhaben. Okay. Rattenaal. Oh, cool. Den brauchen wir doch zum Fischen. Ne, der bringt Glück. Plus eins Glück. Stark. Steine nehmen wir mit, falls wir eine Leiter... Also, auf jeden Fall für Leitern. Weil ich werde bei diesem Run auch wieder Leitern benutzen. Boah, die schießen ja auch was. Das ist neu. Diese Aale sind gerade echt ein bisschen... Die machen mir ein bisschen Angst. Bin ich froh, dass ich diesen Schleimring habe. Immer noch. Ansonsten wäre das... Wird das schwerer gemacht? Ich habe das Gefühl, das wird schwerer gemacht. Ist das jeden Run über... schwieriger? Weil ohne... Ich habe das Gefühl, es sind so viele Schleime. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Das ist doch nicht normal, das war doch beim letzten Mal nicht so. Das war beim letzten Mal doch nicht so viel, das kann mir keiner erzählen. Kann mir niemand erzählen, dass beim letzten Mal so viele Monster unterwegs waren. Unglaublich, ich werde hier einfach sterben wahrscheinlich. Ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Alter. Unfassbar. Was ist das denn gewesen? Ey, diese, wenn die weg sind, bin ich ein glücklicher Mensch. Sorry, ich werde gerade ein bisschen Pussy out. Oh, Entschuldigung, aber für manche mögen diese ein bisschen wie ein Weichei wirken, die Leitern, aber es ist echt anstrengend. Ich habe keinen Leuchtring, ne? Lorbeertörtchen, wo ist Wolfgang? Wolfgang, bringe dir neues Essen. Wolfgang Poppins. Wir haben wenigstens, die sind okay zu besiegen, aber diese Tintenfische. Brauch kein Licht. Meine eigene Sonne. Hilfe!
Da ist die Leiter. Ich habe kaum noch was zu essen. Unfassbar. Hilfe. Schon aufregend gerade, oder? Würde ich mir das ein. Komm, Leiter. Das ist ja Quatsch. Wie waren wir denn? 20.40 Uhr. Ich weiß nicht. Ich überlege, ob ich diese dunklen tatsächlich überspringe durch Leitern. Weil ich halt keinen Leuchtring dabei habe. Aber komm ja gar nicht. Sieh mal einer an. Komm, die machen wir jetzt noch platt. Oder sie uns. Die halten aber was aus. Ich brauche unbedingt dieses Galaxieschwert. Also das Verbesserte. Aber deshalb sind wir hier in der Mine. Komm her, Geister. Okay, ich muss hier runterlaufen. Jetzt haben wir. Ich glaube, wir haben echt ein bisschen heute Glück in der Mine. Die Leitern tauchen relativ schnell auf. Oh oh. Sagt er, nachdem er ungefähr 400 Mal gestorben ist. Okay, ich habe hier gerade einen großen Fehler gemacht. Oh. Oh, das hätte böse in die Hose gehen können. Okay, das ist ja lächerlich. Das ist... Oh, Hilfe, Hilfe. Nein, 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 nein. Oh, mein armes Herz. Ich armer alter Mann, mein armes Herz. Okay, das war genug Spaß für mich. Nein, ich will nicht wieder runter. Das hätte ich aber nicht zurückgesetzt, oder? Nein, was ein Glück. Ich wollte hier hin. Wir fahren nach Hause, gehen ins Bett, gehen morgen mit mir essen hierher und... mein Puls, ich muss doch mal zu Harvey, weil mein Puls relativ hoch ist. Alles entspannt, alles entspannt. Cozy Game. Nie vergessen, es ist ein Entspannungsspiel. Auch wenn ich wie oft nicht den Eindruck habe, dass es ein Entspannungsspiel wäre. Benötigt eine Kohle, ja, das hat Sinn. Mag ich jetzt aber nicht reinschmeißen. Wir machen gerade die Taschen leer, gehen ins Bett. So viel Trüffel da unten. Wo ist denn mein Tintenfischöl? Hier, bei den Flüssigkeiten. Das muss noch weg. Lithiumbarren können. Jetzt habe ich auch. Guck mal, die Omnigiodo können wir morgen dem Zwerg schenken. Essen sollte ich morgen noch ein bisschen mitnehmen. Die kann noch mal weg. Ich muss mal schauen, was ich mit diesen ganzen Samen hier mache. Ich habe 121 von diesen Mischsamen. Okay. Kann wir pflanzen, pflücken gerade noch den Trüffel hier. Meißen ihn vielleicht schon mal rein für morgen. Ihr kommt auf jeden Fall mit. Na gut, komm, geh ins Bett. Ich schau gerade nur nach Essen. Das ist super. Käse kommt hier hin. Dich nehme ich mit. Und ich nehme noch irgendwie irgendwas mit, was nur überbackener Blumenkohl. Das sieht auch gut aus. Preiselbeersoße plus zwei Minenarbeit. Ne, dafür habe ich meinen Bäcker bei der Leckerbissen. Da
Rhabarberkuchen. Nee, komm, ich nehme nur den überbackenen Blumenkohl mit. Interessiert mich jetzt aber gerade mal, ob ich Glück oder Pech hatte in der Mine. Angelinfo, Wahrsager. Sie werden ihr Bestes geben. Stark, ich hatte heute Glück und trotzdem war das so, so heftig unten mit den ganzen Monstern. Unfassbar. Manchmal macht dieses Spiel mich einfach fertig. War das nicht entspannend, Slurp? Ja, es war nicht entspannend. Okay, einmal Kaffee trinken. Jetzt sind wir ein bisschen flotter unterwegs. Ich glaube, die Tiere lassen wir heute mal ein bisschen Tiere sein und kümmern uns jetzt nicht groß um den Hof. Sondern gehen direkt wieder runter. Du kommst hier rein, du kommst hier hin. Okay, ich glaube, ich habe viel zu wenig zu essen dabei. Na gut. Ich kaufe mir einfach noch ein paar von den Leckerbissen. Minen. Okay, ich habe noch 5 Leitern dabei, aber ich habe noch genug Steine, um was Neues zu bauen. Ich schenke dir mal eine Omnigiode. Ey, ich finde sowas total klasse. Du kannst großartige Sachen in den Minen finden. Das stimmt. Das stimmt. Du bist kein Spion der Schattenmenschen, oder? Nee, ich behalte dich im Auge. Mach das. Okay. Vielleicht ein bisschen viel gekauft. Oh, da ist der Steinhaufen auch gewesen. Ich stelle mir so einen nochmal in den Zen-Garten. Das wird bestimmt langfristig ganz gut aussehen. Aber jetzt geht's erstmal ein bisschen tiefer. Ah, cool. Zählen die als Schleim? Wir werden es gleich rausfinden. Nein. Ich dachte, vielleicht sind die Pilze der Schleim-Äquivalente des Waldbioms. Ah, diese Viecher, die sich so weit weghauen lassen. Zwergenschriftrolle 2. Braucht kein Mensch mehr. Leiter. Hilfe, ich versuche cool auszuweichen. Oh, das ist mir gerade aber gut gelungen. Hilfe, einen Moment, Entschuldigung, ich muss hier durch. Und Leiter. Ach, hier sind wahrscheinlich. Danke. Oh, hier ist hier auch schon wieder so dunkel. Ohne Leuchtring hier runter war eine richtig dumme Idee. Ich wusste noch, dass es auf der einen Ebene dunkel ist. Ich habe vergessen, dass es bei den in den Wäldern auch so dunkel sein kann. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber das ist so cool hier unten gemacht mit diesen. Ich würde gerne das als Tapete haben. Also, dass es wirklich auch so ein bisschen rausguckt, so ein bisschen dreidimensional, dass ich irgendwie vielleicht ein Lagerhaus oder sowas. Oh oh. Mit solchen Blättern zuhängen könnte. Das fände ich super. So, du bist jetzt ein wunderschöner Schmetterling, der mich töten möchte. Oder eine Biene. Oh, ich mag Bienen. Töte mich nicht, Biene. Ich bin ein großer Bienenfan. Aua! Letztens hat sich nach einer Autofahrt eine Biene zwischen, wie heißt das denn, Kotflügel? Heißt das Kotflügel? Ich bin so schlecht im Autowissen. Und dem Licht dazwischen geklemmt. Ich habe keine Ahnung, wie sie da reingekommen ist. Das war super eng. Ich habe sie nicht rausbekommen. Sie war total zerquetscht, als ich sie rausbekommen habe. Sie war schon zerquetscht, als sie da zwischen gerutscht ist. Aber die hat mir so leid getan. Ich habe sie dann irgendwie noch versucht, ein bisschen schmerzfrei ins Jenseits zu bringen. Aber das hat mir echt. Oh, die hat mir sehr leid getan. Naja.
Ah, oh, das sind, ich muss alle Monster töten, okay. Ich hab grad gedacht, warum sind hier denn keine Steine? Oh, 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 oh. Das ist doch nicht der Kotflügel, oder? Was vorne ist? Bug? Wie heißt das denn bei Autos? Ich bin sowas von... ohne Ahnung. Naja, auf jeden Fall die Lichter über der Stoßstange. So ist, glaube ich. Okay. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich so rede und ich mir selbst zuhören würde, würde ich, glaube ich, denken, dieser Mann ist ein bisschen dumm. Okay. Komm her, Biene. Obwohl, ich würde sagen, wenn mir eine echte Biene in der Größe begegnen würde und die aggressiv auf mich zufliegen würde, würde ich auch mein Schwert rausholen, wenn ich eins hätte und kämpfen wollen. Ich glaube, so weit geht die Bienenfreundschaft dann auch nicht. Okay, 13.10 Uhr, Ebene 50. Von, ich glaube, 120 Ebenen sind es. Ich weiß es leider nicht. Ich vergesse das regelmäßig. 130. Oh mein Gott, die Spinnen. Oh mein Gott, euch hatte ich vergessen. Warum kann ich hier keine Leiter hinbauen? Oh mein Gott. Ihr seid mega gruselig. Ich möchte so wenig Zeit mit euch wie möglich verbringen. Ich habe nichts gegen Spinnen, außer sie sind genauso groß wie ich. Dann möchte ich nicht mit euch Spinnen rumhängen. Oh mein Gott. Ich möchte hier nicht sein. Das ist okay, glaube ich, denke ich, für alle Beteiligten. Das hat Spaß gemacht. 5 Treppen. Na gut. Oh, oh. Oh, 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 falsche Taste. Ah, schnell was essen. Oh mein Gott, so viele Skelettköpfe. Will ich eine Leiter bauen? Ich will eine Leiter bauen. Warum ist das denn so schwierig, diese Leitern hinzusetzen? Oh, jetzt habe ich 2 gesetzt aus Panik heraus. Niemals Entscheidungen unter Panik bauen. Treffen. Bauen. Treffen. Ich bin gerade ein bisschen gestresst. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Ich habe so viel... So anstrengend fand ich die Mine, glaube ich, noch nie. Das ist mir ohne Spaß. Ich möchte einfach nur noch weg. Jetzt habe ich keine Leitern mehr. Oh! Oh, Spaß für die ganze Familie, das Spiel. Wo sind denn... Ich möchte noch mehr Leitern bauen. Warum kann ich keine Leitern bauen? Ich habe doch Steine. Hier. Habe ich 99 Steine. Ich dachte, ich brauche 30 Steine für eine Leiter. Das hatte ich falsch abgespeichert. Gehen wir noch tiefer? Hier ist die Leiter. Oh mein Gott. I've made a huge mistake. I've made a huge mistake. An alle meine Arrested Development-Freunde da draußen. Ich kann jetzt noch nicht raus aus der Mine. Es ist jetzt 15.50 Uhr. Alter. Also ohne Witz, das ist sehr viel stressiger als der letzte Minerun. Die haben die Schwierigkeit irgendwie angezogen. Ich weiß nicht, ob die jetzt jedes Mal ein bisschen krasser wird, je öfter man in diese Mine runtergeht oder sie zurücksetzt. Oder ob irgendein Patch kam und irgendwie, wie heißt der? Heißt der Concerned Frog? Der Meinung war, oh, ich glaube, die Mine war ein bisschen easy. Wie wär's, wenn wir die doch den Schwierigkeitsgrad ein bisschen anziehen? Ich denke, das wäre absolut in Ordnung.
Ich meine, das sind 50 Key-Diamanten, die man bekommt. Ja, das muss auch verdient sein. Mhm. Absolut. Ist die Leiter? Ja. Oh, guckt euch das doch mal an. Das letzte Mal sind doch keine 12 Spinnen gleichzeitig auf mich gehüpft. Ja, das Trauma hätte ich doch nicht vergessen. Nein! Ah, es war aber klar, dass es so ausgehen wird. Das ist null Überraschung. Slurp? Oh, Slurp, wach auf. Linus, danke, du bist der Beste. Ich habe dich ohnmächtig in den Minen gefunden. Du hast Glück, dass ich vorbeigekommen bin. Pass beim nächsten Mal ein bisschen besser auf, okay? Au. Ich habe wohl 4.900 Gold verloren, 4 Gegenstände aus meinem Rucksack verloren. Kaffee? Oh! Bergarbeiter Leckerbissen, das ist ärgerlich. Weil das sind irgendwie 28.000 Gold gewesen. Kann ich die schon abholen? Der Kaffee ist auch ärgerlich. Objektwiederherstellungsdienst. Ne, ich glaube, ich will sogar den Kaffee haben. Das ist halt viel Geld, aber den Kaffee, kann ich mir den auch irgendwo kaufen? Ne, komm, wir nehmen jetzt die Bergarbeiterleckerbissen. Okay, ich werde sehen, ob ich eine verlorene Bergarbeiterleckerbissen heute Nacht finden kann. Ich bringe sie morgen früh in einen Briefkasten. Danke dir. Oh, Das war anstrengend. Muss ich zugeben. Sogar ein bisschen schwitzige Hände bekommen. Linus, danke dir. Wir reiten nach Hause, gehen ins Bett. Und ich glaube, ich brauche eh das ganze Wochenende, um mich von diesem Minenrun zu erholen. Wenn ich mal schon ein verlängertes Wochenende draus. Und er kam nie zurück. Er konnte den Schrecken nie verarbeiten. Nein. Das kommt hier oben rein. Das räumen wir gerade noch weg. Das kostet uns nichts außer Geduld. Hier. Ich brauche ein anderes Symbol für meine Artefakte. Dieser Löffel, diesen Löffel zu nehmen, war einfach nicht klug. Aber jetzt das alles abzubauen, um nochmal an das Schild zu kommen, das ist es mir auch nicht wert. Okay. So, die Geode packen wir jetzt mal wieder hier rein. Du kommst hier hin. Okay, komm, wir machen gerade nochmal hier die 15. Benötigt eine Kohle. Ich habe keine Kohle mehr. Mein Herr. So, und wieder rein mit dir. Okay, Leute. Geh ins Bett. Das war anstrengend. Super anstrengend. Alles klar. So, Leute. Folge ist vorbei. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen froh sogar, dass ich diese Mine... Wir sind trotzdem relativ tief gekommen. Aber Es waren so viele Spinnen. Es waren so viele. Unglaublich. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte trotzdem Spaß. Ich kann es ja nicht leugnen. Ich hatte trotzdem Spaß, aber es war anstrengend. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Habt ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Mitfiebern. Und habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.